Hey Leute und willkommen zurück bei Final Fantasy Tactics Advance. So wie beim letzten Part gesagt, fangen wir an mit Ausländermission und ja, ich werde das hier jetzt einfach mal lesen. Ja, Ödland haben wir schon mal gemacht, muss ich dann später dann doch einmal machen, weil ich ein zweites Erzziegel brauche. Und ja, für eine Blume muss ich immer machen. Das ist sowieso Pipifax hier. Ich brauche keine Blume hier. Okay, so, ich werde jetzt einfach hier das Zeug lesen. Und dann werde ich dann offscreen die Sachen machen, damit die wieder zurückkommen. Und ja, dann werde ich dann wieder die Aufnahme anschmeißen, damit ihr das seht. So habe ich mir das vorgestellt. Und ich hoffe mal auch, dass alles funktioniert wie geplant. Okay, so. Inspiration. Mir fällt keine Handlungen ein. Kein Dialog. Ich brauche jemand, der mir eine aktionsgeladene Abenteuerroman liefert. Ruel Jungautor. Wir kriegen das zerbrochene Schwert, Friedenstifter, ein Grummschwert, A5 angesetzt. Und wir brauchen Rumbas Weiße, haben wir jetzt endlich auch bekommen. Weil, weil wir gut sind. Okay, so, mal schauen, wer könnten wir? Queen, der hüpft schon so wie ein Grashopper um sich, der ist doch gut. Ein Gefecht ist er weg, alles klar. Viel Spaß dabei. Okay, weiter geht's. Uhrenturm, kann ich das jetzt machen? Nein, Katzenträne habe ich immer noch nicht und ein zweites Zodiazeit habe ich jetzt. Oh yeah, ich bin gut. Ich bin so gut. Marty, du kannst vielleicht auch schon eine Sache. Helena nicht. Dann nehme ich mal an. Okay, dann werde ich Marty nehmen. Alles klar, so. Sabak Bergwerkstatt. Wir müssen zurück an die Arbeit, bring uns gutes Material und wir machen dir die beste Krustilegierung. Okay, einfach gratis? Das ist ein bisschen komisch, aber ja, man kann da nichts gerade viel machen. Ach, junge Liebe, ach, da ist doch so schön, die junge Liebe von früher. Hey, Herni Jüngling. Ich muss ja sagen, wie ich fühle, aber traue mich nicht zu schreiben. Vielleicht geht es mit der Feder eines Ariman. Na klar, brauch einen Ariman-Flügel und dann kannst du schreiben, wie du willst. Und natürlich haben wir das. warum braucht es starke Einheiten für das? Ich verstehe das nicht. Ja, Schneider, viel Spaß dabei. Du kannst ihm die Flügel ausliefern. So. Ah, ich habe vergessen, ich muss da noch... Ich hoffe mal, ich finde noch hier noch so ein Teil hier. Geheimbuch haben wir jetzt. Jawohl, wir haben es. Okay, das ist gut. Die hüpfen, der hüpft auch noch. Sie hüpft auch noch. Eldena hüpft nicht mehr. Ich sende Galore. Obwohl es nicht gerade so gut ist, wenn schon eins dabei ist. Aber ich lasse es jetzt mal. Schlangenschild, du gehst auch noch mit. Und super. Okay, 10 Tage weg. Gelesen habe ich auch noch nicht. Stimmt. Seien Anwohner. Die Selbadenkirche plant etwas. Der Pfarrer hat sich im Geheimen mit Händlern getroffen. Es geht sicher um krumme Geschäfte. Lebenswasser, Außenseiter. Ob ich das Lebenswasser brauche, ist eine gute Frage. Aber egal. Ich werde es aber mal mitnehmen und ja, das war's. Schon leer. Genau, das kann ich doch jetzt machen, oder? Jawohl. Rickman hüpft auch. Das ist gut. Okay, so. Polan. Teamführer. In Kürze findet ein Sportwettkampf statt, aber uns fehlt ein Mitglied für unseren Marathon-Team. Ersatz gesucht. Und warum muss das ein Jongleur sein, bitteschön? Das weiß niemand. Schädel habe ich immer noch nicht. Eisenfeld. Ich werde das, glaube ich, jetzt noch nicht machen. Ich habe das schon mal gemacht, Eisenfeld. Darum muss ich das jetzt gerade nicht tun. Okay, so. Dann wollte ich jetzt mal sagen, ich mache jetzt einen Schnitt, bis die Leute jetzt zurückkommen. Und ja, wir sehen uns dann. Bis gleich. Okay, so. Die ersten Einheiten, die kommen wieder zurück. Und ich hoffe mal, die sind alle gut gelaufen. So, wir haben jetzt ein zerbrochenes Schwert und eine 5 Anti-Gesetzkarte. Ich habe im letzten Gefecht eine R6 Anti-Gesetzkarte eingesetzt. Weil, es waren blöde Gesetze drin. Okay, hier kommt einer, der ich nicht gebrauchen werde. So, du kannst wieder gehen. Danke, dass du mir meine Zeit stehst. So. Ich habe endlich mal diese blöde Mission mit meinem Jongleur fertig.
Das ist super. Die hing schon lange dort drin. Und die ist mir ein bisschen auf die Lappen gegangen. So. Ich bewege mich jetzt ein bisschen nach unten. Ach gut, es passiert nichts. Oh, Schatzjagd. Welche Schatz könnte hier verborgen liegen? Ich hatte jetzt gedacht, da kommt jetzt was, nur weil ich da reingelaufen bin. Oh Gott, bin ich erleichtert. So, da kommen die nächsten Einheiten. Krustilegierung. Super. Okay, die Karten brauche ich jetzt gerade. Junge Liebe. Oh, die junge Liebe hat bestanden. Oh, so schön. Masume, Masamune. Das ist nicht schlecht. Und was war jetzt vorhin noch? Ich habe es versammelt. Ich habe es nicht gesehen. Ich wollte das doch sehen. Cassidy. Piss dich, alter Bestienbändiger. Brauch ich nicht. Ich habe einen. Windige Dies. Lebenswasser. Nom, 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 nom. Kann man das trinken und die ewige Jugend erreichen? Nein. Ach, schade. Okay, dann, ja, wir wollen in den Topferne wieder und schauen, ob es noch was gibt, was wir machen können. Oh yeah, würdige Sauge. Ich glaube, da braucht man Federabzeichen und Delta-Fangzahn. Ich glaube, ich habe da nichts. Delta-Fangzahn habe ich nicht. Ach, schade. Kursflucht. Rumpas weiß. Ah, die kann ich jetzt endlich auch machen. Zoo-Leiter. Der Star unseres Zoos ist entlaufen und der Wärter macht sich Vorwürfe. Ein Abenteuerroman sollte ihn ablenken. Okay, was? Nein, ich hätte gedacht, die Grumpasweiße bleibt. Oh Gott, nein. Schon wieder ein rostiges Schwert? Ich habe doch schon eins. Komisch. Herzog Anhalt, ich suche Joel, meinen Lehrer von damals, als ich ein Kind war. Ich muss ein Versprechen einlösen, es bedeutet mir sehr viel. Okay, Lehrersuche. Ah, das ging letztes Mal schief. Ach, stimmt. Und es ist immer noch sehr, sehr, sehr schwierig zu machen. Das gefällt mir nicht. Was gibt's sonst noch? Habe ich angesehen. 7 Nächte. Kann ich das machen? Alte Geldnote. Habe ich nicht. Ja, ich habe kein Geld. Schwarzmagier habe ich gerade nicht. Lass ich jetzt mal sein. Und Uhrenturm. Katzentrainer. Okay. Oh, da haben wir noch nie gemacht. Okay, Pol Forscher. Die Kristalle sollen die Monster verrückt machen. Ich verdächtige mit Trill. Hol welches aus der Tubola-Insel. Tubola-Höhle. Okay, so. Kleinmitglied auswählen, den du entsenden willst. Queen. Nee, Moment. Bevor du gehst, du nimmst da hier noch das schöne Schlangenauge mit. Schlangenschild. Ach man, was hab ich mit dem Auge? So, 7 Gegner, 2 Gefechte, alles klar. Der andere hat ja auch noch ein paar Gesetze auf dem Buckel und jo. So, ich mache mich jetzt wieder mal auf den Weg. Bis gleich, Leute. Okay, Leute. Ich bin in eine andere Kaserne gegangen und habe gesehen, dass es andere Missionen gibt. So, ich habe jetzt Kriegsgeister aufgemacht und habe in, ja, Marty auserwählt, diese Mission abzuschließen. Man braucht ein Objekt, Ruhekiste, und die habe ich gehabt. Marvin Bürgermeister. Das Stöhnen eines Soldatengeistes Geist stört die Anwohner eines alten Schlachtfelds im Osten. Bitte hilf. Ein schönes Buch bekommen wir und schon wieder ein Nirvana-Stab. Ich brauche keinen Nirvana-Stab, ich brauche die Schwarz-Magier-Stäbe-Zeug. Würdiges Auge haben wir mal schon gehabt vorhin und das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Okay, so, dann versuche ich es mal in einer anderen Kasse. Mal schauen. Okay, eine Einheit wird zurückkehren. Kriegsgeister, der Marty. Hallihallo zurück mit Edaroya Welzer. Dieser Name. Ich werde ihn hassen. So. Oh, jemand will uns in Theodor. Ich will nicht Theodor. Warum Theodor? Okay, so mal schauen, ob es was Neues gibt. Ich habe zwar jetzt nur eine Mission gemacht und habe ich schon mal gemacht. Das auch. Das nicht. Ist er hier? Oh, der Linie ist hier. Okay, so. Ah, er hüpft sogar. Das ist super. Ich glaube nicht, dass der Dings da das Auge... Ah, das Schild hier ist. Schwangenschild. Wo bist du? Ne, du bist weg, ne? Ja, okay. Dann belassen wir es. Lini, du gehst jetzt auf diese Mission. Okay, 2 Gefechte sind weg.
Branspitzen. Es heißt, in der Wüste liegt ein Illusionssturm, wo man kristallinen Wind findet. Der Wind dieses Jahr war gut. Was bekommt man da? Windziegel und Meisterbogen. Schon wieder Meisterbogen. Schon wieder ein Meisterbogen. Ich wundert mich. Ansonsten ist, glaube ich, gar nichts. Jetzt bin ich mir nicht sicher wegen den Chocobo-Häuten. Aber ich glaube, ich habe schon zwei. Auch Chocobo-Eier. Ja, ich habe gedacht, ich mache jetzt hier mal weiter. Mit diesen Quests hier, anstatt Gefechte zu machen. Boah, Rülps. Alte Freunde, das mit Ritz, ne? Oh. Wir sind auf einem harten Klingenbeißer gestoßen und haben uns etwas übernommen. Bitte hilf, Ritz. Okay. Ja, so machen wir doch. Nein, mitnehmen muss ich da nichts. Ja, dann sehen wir mal nach. Ich nehme jetzt nur das mal an und ja, gehe dann wieder zurück in die Taverne, wenn es soweit kommen wird. Halt, du gehst in die falsche Richtung. Nein, es geht dann noch. Nein, geht dann nicht. Okay, das ist auch gut. Komm runter in die Wüste. Genau, das will ich sehen. Ritz ist besorgt. Beruhigt die blaue Rose nicht die Seele? Blumen geben? Nicht geben? Nicht geben. Das werden wir hier so kleine Dinger machen. Oh. Mission, alte Freunde? Ist jetzt Ritz gegen uns? Okay, super, super Ding. Berserker Zielstopp, das ist auch gut. Also Zielgebiet. Was? Ich kann nur zwei. Ich kann nur zwei mitnehmen. Okay. Dann ist Ritz doch mit uns. Pass auf, Matsch, das ist der Klingenbeißer. Wir können ihn nur besiegen, wenn wir zusammenarbeiten. Bist du sicher? Sieht hart aus. Ist das ein Speer in seinem Rücken? Oder wo ist er denn? Ah, nein, das ist ein Schwert in seinem Rücken. Und wo? Ach nee. Ah, gut. Ich dachte schon, ach nee. Ich mache nicht allzu viel Schaden an dem Typen. Aber nein. An dieser Art von den Monstern. Es gibt diese violetten und dann gibt es noch die grünen. Die grünen haben eine große Abwehrkraft, aber nicht die violetten. Du bist angenehm gesittet, du auch? Okay, dann boah, ganz normaler Kampf mit Ritz zusammen und mit ihren Kollegen. Und ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Warum ist Sarah wieder bei Ritz und ist auf Stufe 17? Das ist falsch. Das ist doch falsch. Ach, Mann. Hat die Mitrilo oder Meisterbogen an? Stufe 17? Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Da haben die Entwickler nicht gerade studiert, dass Sarah jetzt plötzlich wieder runtergestuft worden ist und mit Ritz zusammenspielt. Das ist falsch. So, mich nimmt jetzt nur Wunder. Ich habe da vorhin nicht gerade aufgepasst. Müssen wir den Boss besiegen oder alle? Ich gehe jetzt so erstmal einfach nach oben und töte einfach alles. Ich nehme mal einen One-Hit, dann sind sie tot. Weil die sind schlecht, die sehen schlecht aus. Die sind so Stufe 17, so wie bei Ritz jetzt. Und okay, sie macht nicht allzu viel Schaden. Er auch nicht. Okay. Kann ich mal? Ich will da töten. Oh, Stufe 20. Nein, nicht auf meinen Schützen. Ach, du bist gemein. Oh. Wolltest du mich treffen? Oh, ich nicht. Hat sie funktioniert? Oh, das tut mir aber leid. Auf den Kopf. Bom. Okay. So, wer wird der Erste sein, der stirbt? Mal schauen, ob ich den da oben hier treffe. Das ist der Boss. 309. Nein, der Pfeilblock. Oh, dann ist er nicht der Erste, der stirbt. Aber der. Ja, der schöne Verstärker, der hat dementsprechend ein bisschen mehr Schaden gemacht über den Ding. Ein bisschen ist gut. Okay, Ganderu. Was machst du, Ganderu? Gestern Fritz. Man schlägt keine. Sie wird tot sein. Ha. Fritz ist tot. Los, mach Engel, Erzengel. Mach die ultimative Attacke.
Ah, kann sie wirklich leben. Ah, super. Beleben, Engel. Ich habe ja gesagt, mach Engel. Warum hört denn niemand auf den Taktiker? Na, no. 72? Dann hat sie 144 Lebenspunkte. Und warum ist sie denn jetzt gestorben? Wer hat doch nicht so viel Leben? Ah, sie war vielleicht schon geschwächt. Das könnte vielleicht ja, der Grund sein, warum sie jetzt gestorben ist. Ich muss ein bisschen besser aufpassen, was in Gefechten passiert. Obwohl, ja, es ist nicht gerade allzu schwer. Würde ich mal sagen. Ja. Otterina. Flammenattacke. Ja, und mein Blaumagier, der kann immer noch nichts. Und es ist mir auch langsam scheißegal, dass er einfach nichts kann. Weil er ist ein Nichts. Wie viel leben da noch? Ist doch nur noch der unten und der da oben. Oh, Kampf und Weg, das wäre nicht schlecht. Ich kann den leider nicht angreifen mit meinen Schützen, das Problem. Aber, boah, March macht das schon. Der ist jetzt auch tot hier. 181 Schaden, einfach nur normaler Angreifen, das ist schön. Der Max Altbogen grüßt. So, und wenn es gut läuft, dann ist er jetzt tot. So, oh Gott, nee. Dann 3 RP, okay. Kann ich's machen, dann kann ich's machen. Ich hoffe jetzt nur, dass das nicht verboten ist. Ach nee, ich hab verfehlt. Dann liegt er noch. Und ich bekomme vielleicht nur eine gelbe Karte. Das ist doch auch gut. Ach, schön. Okay, Lilila. Das ist ein Lifa. Zu viel. Lilila. Sie ist lila, aber das höhere Lila. Sie ist lila. Okay, so. Genug mit dem Namen rumgespielt. Mal schauen. Halt deinen Kumpel dort hinten. Was machst du? Machst gar nichts. So ein schlechter Weißmagier. Der Fireblock, was machst du? Warum tust du das? Bist du bescheuert? Oh, so. Greif March an. Warum? Warum gehst du wieder auf sie? Man schlägt keine Frauen. Habt ihr das die Mama nicht erzählt? Ja, ich kann nicht angreifen mit dem hier. Das ist schon ein bisschen so schade, finde ich. So allgemein. Auch mit sie nehmen kann ich den nicht, glaube ich, angreifen. Da geht gar nichts. Das ist ein bisschen blöd. Egal. Okay, so. Aber er wird sehr wahrscheinlich jetzt tot sein. Nein, immer noch nicht. Oh Gott. Sterb doch. Aber er geht schon mal in die Knie. Was machst du? Töte ihn. Nein, sie tötet ihn natürlich nicht. Ein Schaden. Ein Schaden. Okay, dann haben die doch auch Abwehr. Aber nicht so viel wie die Grünen. Weil bei der Grünen mache ich nur einen Schaden oder so. 1-3 Schaden ungefähr. Und ja, Lilila. Bescheuerter Name. Die könnte den rutzfatzfatz rumhauen. Aber nein. Macht sie nicht. Weil sie blöd ist. Okay, immerhin bekomme ich noch ein Level Up. Wieder einmal. Mit Jenny. Die hat schon lange keins mehr gehabt, glaube ich. Yeah! Stufe hoch. Jetzt ist sie 36. Okay, das geht so. So, jetzt ist er tot. Zack. Aual, doppelt tot. Eine Warnung gewonnen. Geschafft, wir haben ihn besiegt. Job gut erledigt. Na klar. Ja, sag Ritz, hast du weiter darüber nachgedacht? Vergiss es. Ritz und Mute, werde ich am Ende gegen sie kämpfen müssen? Sehr wahrscheinlich. Wer weiß, das wird ja nur die Zukunft sagen können. So, und ich glaube, es kommen gleich noch Einheiten zurück, weil sie genug haben mit Missionen. Bestienspeer, wow, super. Boah, die Talentstufen, die sind schon, schon auch hoch. Oh Jesu, das klingt ein bisschen speziell, aber nein. Warum nur Stufe 23? Nehmen sie da irgendwie den Durchschnitt des Clans? Ich weiß nicht. Oh, eine Knochenrüstung.
glaube die dritte oder so. Super gemacht, Quinn. Ich bin stolz auf dich. Hast noch 27 Gebiete vor dir. So, dann ja, schauen wir mal, ob was Spezielles in den Tavernen liegt. Mal schauen, mal schauen. So, Mission. Heißt der was? Soldatenwunsch. Ich brauche Uhrenständer. Ja, ich glaube, ich habe... Nee, Uhrenständer habe ich nicht. Ah, doof. Goldkappe habe ich auch nicht. Ich brauche Schädel für das. Gebieterrobe. Oh, Schädel. Lebenswasser. Zeit. Oh, Zeitmagier. Warum? Wangenrot habe ich nicht. Metallia. Würdige Sauge. Großflucht. Faltenflug. Schädel. So, da muss ich halt ein bisschen umrüsten. Wer dann? Wer kann Zeitmagier? Kannst du das auch? Jawohl. Dann werde ich dich zum Zeitmagier erwählen. Und hoffe auch, dass du es schaffen kannst. Ansonsten war das jetzt für die Katze und ich muss Schneider umbasteln. Also ich werde jetzt nochmal Knochenrüstung. Sternzepter. Federstiefel. Genji Armreif. Ich glaube, das sollte so gehen. Schwarzmagie ist gut. Ja, ja. So. So, mal schauen. Ich hoffe mal, das klappt jetzt. Das ist ein bisschen blöd. Wo war das? Auf den Wellen, glaube ich, oder? Jawohl. Komm schon. Ach. Nein, ich sage jetzt nichts dazu. Ich hätte fast ein F-Wort gesagt. Und zwar nicht allzu leise. Ich will nicht Schneider. Was hat er an? Der Jubelstab, okay. Dann erwähle ich dich zum Zeitmagier mit einer gelben Karte. So, Zauberhut. Nochmal. Schwarze Robe? Nee. Oder doch. Nein, schwarze Robe. Warum nicht? Ketzer, Zepter, Federstiefel. Rubino. So. Mal schauen. Ich hoffe jetzt mal, dass Schneider den machen kann. Auf den Wellen. Gegner auf 5. Okay. Jawohl. Schneider ist der Mann. So. Lebenswasser braucht's. Schneider, wir gehen 5 Gegner weg. Luis, Blumenhändler. Ich fand eine Flasche Post in Hilferuf von einer Insel im Süden. Wenn ich nur etwas schicken könnte. Wasser vielleicht. Wasser? Du willst Wasser übers Wasser schicken in einer Flasche? Die Flasche geht unter. Auf jeden Fall Schädel. Ganz schön. Gut, würde ich meinen. Kommen wir ein bisschen weiter. Gebieterrobe haben wir ja noch nie gehabt. Das ist auch geil. Das ist geil. Yachtdorse haben wir noch nie befreit. Dann werde ich mal jemand schicken, der mir ja scheißegal ist eigentlich. Altina. Viel Spaß. 15 Minuten dann weg. Ein bisschen schade, aber oh, man kann nichts machen. Habe ich sonst noch mal nervige Kinder? Nee, Wangenrot. Ah nee, ich habe ja das vorhin alles angeschaut, oder? Staffelkurs, Flucht, Fängfuß, tödlicher Schnee. Ist da aus mit... ich glaube nicht, dass das mir zu kurz ist. Oder doch? Egal. So. Hast du von den Opfern der Schneestürmen am Luciapass gehört? Sie sind zurück und frieren Reisende ein. Basso, Spitze. Wo ist das Schlangenschild? Ich habe immer noch nicht Glück gehabt bei dem blöden Schlangenschild. Oh. Da muss mal eine wichtige Quest sein. Danke, es ist schwer, Leute für Schneemissionen zu finden. Klar, niemand hier ist schließlich an Schnee gewöhnt. Ich erinnere mich, wie schwer es mir nach dem Umzug fiel. Gut für dich, es gibt einen Gefahrenzuschlag. Oh. Okay. Uiuiui. Hey, Wert, ist die Schneemission noch frei? Ritz? Auch auf die Schneemission aus? Marge? Oh, du hast sie also angenommen. Das passt perfekt. Nimmst du mich mit? Ich will auch noch keinen Lohn oder sowas. Nun, klar. Klar, aber... Verrätst du mir, warum du unbedingt mitkommen willst? Tote im Schnee interessieren mich halt. Okay, boah, Freak. Das ist alles, ehrlich. Freak,
Freak! Bitte, darf ich? Ich verspreche nicht, im Weg zu sein. Freak! Okay, dann lass uns zusammen gehen. Freak! Danke, Marge. Freak! Passt da draußen auf euch auf, Kinder. Kinder? Hast du uns gerade Kinder genannt? Ich habe zwei Schwerter in der Hand, Alter. Lucia Pass, wo ist denn der? Natürlich hier, oder? Ja. Und er läuft nicht weg, sondern er teleportiert sich weg. Das ist gut. Okay, so, ich nehme mal an. Oh, warum immer die Scheißgesetze? Oh, ich kann sie haben. Oh, das geht. Okay. So, Kampf! Okay, wir sind zu zweit. Ritz, schau! Keine Tote. Nur Zombies. Zombies? Ich hab die perfekte Waffe für euch, Zombies. Und zwar muss ihr wollt mit. Und ja. Natürlich Jenny. Was sie Damage macht. Das war's schon. Beschwören, Talentenjagd. Okay. Das war's schon. Och Gott. Ich nehme mal an, ich kann sie nicht begraben. Das wäre irgendwie zu einfach. Obwohl, nee. Also diese Mission, die beharrt auf meinem Level. Das auf jeden Fall. Nehme ich jetzt mal an. Ziel. Begräbnis. Kommt da hoch? Ach nö. Ich komme ja hoch. Ey. Zwar hier. So. Aktion. Zielen. Begräbnis. Gehst du tot? Nein. Du hast auch so einen Teil. Guinness. Ach so. Stimmt. Wieder die alten Namen hier. Colin. Guinness. Buch der Rekorde. Lily. Also Lyle. Glaube ich. Das war ein Typ. Boah, dann würde ich mal sagen, Verstärker und wir töten sie einfach. Warum ist eigentlich Lyle der Anführer? Finde ich ein bisschen komisch. Boah, lassen wir mal. So sein, wie es ist. So, wir gehen ein bisschen nach vorne. Stufe 24, dann beharrt es doch nicht auf meinem Level. okay, Volt hat auch so ein Level von Dinger. Okay, es beharrt wirklich nicht auf meinem Level. Es beharrt auf Evolts Level. Schaden und Giften erstmal. Ja. Oh, ich hab's drauf. Ich kenne die Attacken meines Gegners in- und auswendig. nein, Gift. Was, 34 Erfahrungspunkte? Boah, was bist du denn für ein Anführer? Okay, Colin und Guinness, habe ich das Gefühl, ich kann die begraben. Weil die keine, keine Dings haben. So ein Sticker. nein, nicht Verstärker, begraben. Mal schauen. Ja, aber nur 20%, ich werde es trotzdem besuchen. Oh, schade. Okay, so, Guinness kann ich auch begraben. Und der andere muss ich halt einfach töten. Und schlussendlich werde ich sowieso einfach alle töten. Weil ich es liebe, den Tod am frühen Morgen duft. Zeug. Oh, das war schlecht. Okay, so, ich glaube, du bist tot. Nein! Nein, ich heile den Typen. Nein! Was gibt's da? Nein, der hat Fallblock. Okay, dann muss ich den auch töten. Ach man, das ist doof. Ja, da kann ich nichts machen mit ihr. Außer versuchen zu begraben. Schön. Okay, einer weniger. Bescheuert. Okay, so. Ich glaube, du bist tot. Nein. Warum mache ich so wenig Schaden im March? Ich verstehe das nicht. Oh, zweimal kritisch. Schön. Ritz, du kannst den mal töten. Bitte. Bitte, danke. Okay, der andere Pfeilblock, das ist nicht gut. Ich mach doch schon 80 Schaden. Oh. Alles klar. Der Pfeilblock leider, das ist ein bisschen doof. Da kann ich nichts machen. Kannst du jetzt echt machen? Was? Nein. Nein. Wenn ich... Nein.
Wenn March zombifiziert wird, dann ist Game Over. Ach du Kacke. Nein, musste das sein. Ah, oh, nee. Der hat wirklich Pipe-Block, oder? Oh, scheiße. Tut mir leid. Oh, das ist Kacke. Mit der kann ich auch nichts mehr anfangen. Oh Gott. Okay, Marsch, ich zähle auf dich. Combo. Ich hoffe mal, das ist nicht verboten. Nee, nicht wirklich. Also, würde mir jetzt nicht einfallen, dass es verboten wäre. Wie viel RP hast du? Einer. Okay, dann geht's. So. Okay, der ist tot. Was? Achso, Fireblock hat das immer noch gewirkt jetzt? Nein! Jetzt mach was! Mach was, töte ihn! Kriegsgeheul! Er darf nicht überleben, komm hoch! Bitte komm hoch! Bitte komm! Nein! 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 Nein. Okay, immerhin habe ich ihn. Nein, er kann sich teleportieren. Oh, dann gehe ich hier an. Oh, ich will nicht, dass. Geh da hin. Ich hoffe mal, greif nicht Schmerz an oder zombifiziere ihn nicht. Ansonsten hasse ich dich. Na, ich glaube, geht's auf sie. Jawohl. Oh, okay, greift an. Oh, ich hasse das. Immer das Kribbeln im Bauch. Nein, er darf mich nicht zombifizieren. Oh, wir haben ja gelernt. Und jetzt ist er tot. Wir haben gewonnen. Diese Schneeballschlacht ist vorbei. Schneeballschlacht? Okay. Mission erfüllt. Oh yeah. Puh, wir haben es geschafft. Die Schneeballschlacht ist vorbei. Mit Schwertern und Blut und Zombies. Hey Ritz, du hast gerade Schneeballschlacht gesagt. Was meintest du damit? Bist du blöd? Sie warfen Schneebälle und verletzten Leute. Hat dich das nicht an etwas erinnert? Was, sie haben Schneebälle geworfen? Oh, Mute. Genau. Ich sage aber nicht, dass die Monster leises Bande sind. Doch, sind sie. Nur, als ich die Mission in der Ferne sah, wusste ich irgendwie, dass ich sie annehmen muss. Ich wünschte, dass ich das gleiche dort tun könnte. Was? Ich meine, in der realen Welt, Schneebälle zurück auf Leute werfen, die mich ärgern. Hast du ja getan. Aber das kannst du, es ist einfach. Ja, er hat's getan. Es kam mir nicht so einfach vor, aber du hast wohl recht. So much, soll ich dir aushelfen? Aushelfen? Womit? Mit deinem Clan. Ich werde mich euch anschließen, wenn du möchtest. Warum plötzlich? Warum nicht? Ich dachte, es würde Spaß machen. Hey, wenn du ein Problem damit hast, sag es mir einfach. Ich habe ein Problem damit. Du kommst nicht mit. Nein, Quatsch. Die kommt natürlich mit. Mit mir in deinem Team kannst du nur verlieren. Kannst du nur verlieren? Du hast recht. Willkommen an Bord, Ritz. Was? Hat sie wirklich gesagt, mit mir im Team kannst du nur verlieren? Das ist ja bescheuert. Konzentration gemeistert. Super Sache. Locker, flockig. Okay, so. Ah, Trugtorn. Hallo, willkommen zurück mit Windsiegel. Moblick gemeistert. Das ist gut. So. Techniken. Warum habe ich immer. Ich verstehe das nicht. Shannon. Weiß man ja. Nichts Spezielles. Hau ab. Brauch dich nicht. So, mal schauen, was kommt. Eine Cutscene. Puh, ich bin geschafft. Ich bin geschafft? Du hast alles gegeben in dem Gefecht. Wie viel hast du Co. geschlagen? Sie waren keine große Herausforderung. Du bist so gut, das ist das Problem. Ritz, was ist los? Sarah,
Sei ehrlich mit mir. Was? Ich bin nicht besonders niedlich, oder? Natürlich bist du das. Ja, Püppchen. Was? Du bist ein Püppchen? Ich sage immer, was ich denke. Und ich wüte mit meinem Schwert in Gefechten rum. Was ist da lustig? Hey, ich meine es ernst. Ich passe einfach dich in die niedliche Schublade. Doch, sieh doch mal deine Bäckchen an. Die sind nicht rot, die sind blau. Warum fragst du nicht Mosch, was er denkt? Warum sollte ich mich kümmern, was er meint? Ritz, Sarah, was ist los? Hey, Püppchen. Du bist genau zur richtigen Zeit gekommen. Sarah? Los. Nichts. So much. Was gibt's? Nicht wirklich viel. Oh, hat wohl Angst bekommen. Ritz, du kannst ihn jetzt nicht einfach so hängen lassen. Doch, kann ich. Entschuldige, es ist echt nichts, überhaupt nichts. Lass uns über die nächste Mission reden, okay? Okay. Es geht um einen Puff. Wir wollten in die Taverne rein. Also, ich wollte in die Taverne rein und es hat vielleicht Gerüchte gegeben. In der letzten Zeit? Nein, okay. Mission. Widerstand ist sinnlos. Trugstadt. Kann ich schon? Goldkappe, nein. Nervige Kinder. Brauche ich noch Wangenrot? Ja. Metalljagd habe ich schon lange immer gemacht. Würdiges Auge. Glaube ich auch nicht, oder? Delta-Fanzer. Kursflucht. Rum was weiß er? Falkenflug. Schädel. Ha! Was? Och, mein. So, ich muss mal schnell einen Schnitt machen. Moment. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Wir haben keine Mission mehr zum Aussenden. Und ich habe jetzt auch schon ein bisschen aufgenommen, würde ich mal sagen. Und bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier soll noch eine weitere Mission machen. Ich weiß nicht. Was habe ich denn noch offen? Was brauche ich hier noch? Noch 5 Gegner? Noch 3? Nein, nicht. Noch 3 und noch 13. Oh Gott. Könnte es sein, dass ich solch eine Mission noch machen sollte oder nicht? Mit Babos vielleicht? Das wäre eigentlich noch sehr interessant, aber will ich jetzt nicht einfach so reinwürgen. Gelbe Gebieter, Widerstand ist zwecklos. Von Esel? Es gibt Widerstand im Untergrund, die Antigesetze handeln. Versuche es auch, du könntest was nützlich bekommen. Nein, werde ich nicht. Ja, ich würde mal sagen, ich lasse das jetzt mal. Und würde mal sagen, wir sehen uns dann nächsten Wochenende wieder. Für dieses Wochenende habe ich, glaube ich, schon mal fertig aufgenommen. Ich habe jetzt ein paar Stunden hier gespielt. Und wir haben auch einiges erreicht. Wenn wir sehen, wir haben jetzt 193 Missionen und wir hatten. Moment, ich glaube, ich kann das hier ansehen. Wir hatten vorhin 154. Okay. Wir haben 50 Missionen gemacht. Es geht jetzt einfach ein bisschen länger nach einer Zeit, weil halt nicht allzu viele Quests mehr aufkommen, leider. Leider ist das so. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen und fürs Kommentieren. Wir sehen uns dann im nächsten Wochenende wieder. Ciao, Leute.